Ja, hallo und herzlich willkommen bei UBI Tested. Heute habe ich für euch ein Elektromobil mal wieder dabei, und zwar den neuen Kia e-Soul. Und ich hoffe, ihr bleibt dran, schaut euch das Review an. Wir schauen uns den Wagen von außen an, von innen an. Wir machen einen Fahrbericht und natürlich soll es hier auch ein wenig um Elektromobilität an sich gehen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte natürlich nicht vergessen, Kanal abonnieren und den Daumen nach oben. Und dann hoffe ich viel Spaß bei diesem Review mit mir, dem UBI. Der Kia Soul ist in der dritten Produktgeneration jetzt auf den Markt gekommen, so wie er hier steht. Die erste Generation kam 2008 auf den Markt, die zweite Generation kam dann 2014 auf den Markt. Diese wurde dann auch erstmalig elektrifiziert. Zum Schluss gab es hier in Europa dann auch nur noch den Kia Soul EV, also die Elektrovariante. Und jetzt kommt die dritte Generation hier auf den Markt seit 2019 und bietet einen rein elektrischen Antrieb. Witzigerweise, es gibt hier noch eine Motorhaube, unter der der Elektroantrieb arbeitet. Es gibt in USA dann die Version noch mit Verbrenner. Für Europa und Deutschland ist das definitiv kein Thema. Bei uns gibt es ihn lediglich in zwei verschiedenen Leistungs- und Akkuausbaustufen. Die Front, die wir hier sehen, ist typisch Kia Soul, sehr verspielt, immer so ein bisschen eigenständig. Man möchte hier auch definitiv mit dem Design polarisieren bei dem Kia e-Soul, wie er jetzt heißt. Ich persönlich finde, dass diese Front hier mit diesen kleinen serienmäßigen LED-Scheinwerfern, die so durchgängig ist, das hat so ein bisschen was vom aktuellen Citroën-Design oder vom Land Rover. Aber schreibt uns doch einfach mal in den Kommentaren, was euch das so, diese Front so ein bisschen erinnert. Würde mich mal sehr interessieren. Des Weiteren haben wir hier einen etwas ausgestellten, sehr cleanen Frontschürzenaufbau, indem wir tatsächlich hier auch gleich die Ladestecker haben. Interessant ist, der Soul kann eben auch mit Combined Charge System, das heißt im Schnellladesystem CCS, geladen werden, und dies über die Front. Ja, es ist immer so auch so eine Geschichte, wo kommt denn die Ladebuchse eigentlich hin? Hier ist sie in die Front installiert. Bei vielen wird es einfach statt der in die Tankklappe gebastelt. Jetzt ist die große Frage, was ist denn eigentlich sinnvoller? Was würdet ihr sagen? Front oder hinten? Schreibt es mir unten in die Kommentare, wie gesagt. Der Kia e-Soul streckt sich hier tatsächlich über eine Gesamtlänge von 4,21 Meter. Das ist schon ein gutes Kompaktmaß. Das ist so eigentlich zwischen Kleinwagen und Kompaktklasse so ein bisschen angesiedelt. Und das ist auch das Interessante, der Kia e-Soul spielt tatsächlich auch so ein bisschen in diesem Zwischenraum zwischen eben der Golfklasse und aber der Polo-Klasse. Ich sage das jetzt einfach mal so überspitzt. Wir haben einen Radstand von rund 2,60 Meter, das ist lang gestreckt. Der Vorderbau hier übrigens wirkt relativ lang, weil wir ein komplett senkrecht abfallendes Heck haben. Die Fahrgastzelle an sich wirkt so ein bisschen würfelig, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin kein Designexperte, also nimmt mich da jetzt nicht zu sehr an die Kandare. Aber sehr schön ist, dass die Dachlinie an sich gerade verläuft, obwohl sie optisch durch dieses leicht nach unten abfallende Fensterlinie und die Fensterrahmen, die sich hinten so leicht anheben, optisch ein wenig hinten absenkt und dadurch ein bisschen sportlicheren Touch verleiht. Hinten haben wir ein ganz klassisch steil abfallendes Heck, was wir sonst kennen. Und natürlich Vorteil der geraden Dachlinie ist natürlich eine sehr gute Kopffreiheit im Fond, aber ich glaube, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Ja, ein sehr eigenständiges Designmerkmal beim Kia e-Soul ist natürlich die Heckpartie, denn da hat man sich so einen kleinen Design-Clou wieder einfallen lassen. Und das ist sehr, sehr schön, vor allem diese sehr geschwungenen, riesige Rückleuchte, die wir hier haben, die man tatsächlich miteinander auf der anderen Seite verbunden hat mit diesem roten Band hier oben, wo aber nur die dritte Bremsleuchte hier in der Mitte drinnen ist. Das sehen wir jetzt auch sehr schön, das ist hier schön beleuchtet. Das ist das normale Licht, was wir haben. Hier oben befindet sich lediglich einfach nur eine rote Blende, die tatsächlich design
technisch das Ganze aufpeppen soll. Genauso wie dieser kleine Einsatz hier hinten, wie die Heckscheibe, ist zwar sehr breit, aber insgesamt auch jetzt nicht sonderlich riesig zum Durchschauen. Einen kleinen Heckscheibenwischer haben wir noch dran gesetzt. Wir haben hier unten übrigens die Rückfahrkammer, die sich hier unten im Spritzwasserbereich befindet. Sehr schade für mich. Des Weiteren haben wir hier unten noch eine silberne Applikation, die diesen kleinen Offroad-Charakter, den die Leute aktuell so lieben, hervorheben soll. Ein rot abgesetzter Soul-Schriftzug, dann natürlich noch hier das Badge für die Elektromobilität Bike hier Eco Electric. Natürlich keine Auspuffendrohre, ein E-Kennzeichen, weil rein elektrisch ist, ganz klar. Aber ich würde mal sagen, an sich ganz hübsch, aber interessanter ist natürlich, was sich hinter der Heckklappe verbirgt. Die Heckklappe schwingt weit auf, da kann man auch mit größer 1,80 noch gut drunter stehen. Ab 1,90 wird es dann auf alle Fälle eng. Dennoch, der Kofferraum, wie man sieht, ist eher klein bemessen. 315 Liter im Standardvolumen, wenn wir den doppelten Ladeboden nach unten versetzen. Dann haben wir auch eine maximale Tiefe aktuell nur von 66 cm. Ist der Ladeboden nach oben versetzt, dann haben wir unterhalb dieser kleinen Hutablage, die wir sehen, lediglich 40 cm Ladehöhe. Die Rückenlehne lassen sich im Verhältnis 60:40 umlegen. Und somit bietet sich dann, wenn wir umlegen, eine fast ebene Ladefläche und dann können wir das Standardvolumen auf 1339 Liter erweitern, was dann ein gutes Golfmaß ist, während der Standardkofferraum da deutlich hinterherhinkt. Natürlich darf nicht die obligatorische Sitzprobe im Fond fehlen, hier im Kia e-Soul. Es sitzt sich mit meinen 1,78 sehr kommod hier hinten. Wir haben auch den Sitz auf mich eingestellt, 1,78. Die Füße passen unter den Vordersitz. Ich habe sogar noch ein wenig Knieraum. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben auch natürlich, und jetzt kommen wir wieder zu dem Vorteil dieses geraden Daches, wirklich viel Platz hier im Fond. Die Kopfstützen lassen sich natürlich weit ausfahren. Das bietet sich auch an. Sehr schön auch, hier in der höchsten Ausstattungslinie Spirit sind die Fondsitze beheizbar in zwei Stufen. Was mir allerdings ein wenig fehlt, ist vielleicht noch eine zweite USB-Schnittstelle. Wir haben hier eine Mittelarmlehne gibt es hier auch nicht. Gut, aber nichtsdestotrotz, zumindest Haltegriffe haben wir. Wir haben hier eine nette Beleuchtung, die aber nicht nach LED ausschaut. Könnte man vielleicht auf LED noch abändern. Meine Meinung, wenn wir schon rein elektrisches Fahrzeug haben, wäre das vielleicht nicht so verkehrt. Die Sitzposition hier im Kia e-Soul ist wirklich einwandfrei. Man fühlt sich schön in das Fahrzeug hier so ein bisschen integriert. Ich habe genügend Kopffreiheit, genügend Bewegungsfreiheit. Es stößt nirgendwo an, das Knie, der Kopf natürlich nicht. Wir haben in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbares Lenkrad. Die Sitze bequem, hier optional in Leder gefasst mit Sitzheizung und Sitzlüftung. Also sehr komfortabel natürlich und luxuriös das Ganze, elektrisch verstellbar. Und so findet dann auch jeder hier wirklich eine sehr, sehr gute Sitzposition hinter dem Lenkrad. Dennoch würde ich sagen, schauen wir uns viel mehr jetzt den Innenraum an, denn der hat durchaus auch ein paar schöne Seiten. Wie gesagt, der Innenraum vom Kia e-Soul ist doch schon sehr, sehr schön designt und mir gefällt das wirklich gut. Man hat hier das Ganze auch schön durchdacht. Zentrales Element ist natürlich hier der 10,25 Zoll Display große
Infoscreen, den wir hier haben, der zum optionalen großen Navigationssystem gehört. Es gibt noch einen 8 Zoll serienmäßigen Schirm, der auch hochauflösend ist, auch die Anbindung Apple CarPlay und Android Auto bietet. Hier aber tatsächlich dann einfach mit diesem System ist man für meine Begriffe, was auch mit Harman Kardon Soundsystem kommt übrigens und auch einen tollen Klang bietet, bestens aufgestellt, denn wir sehen hier wirklich eine absolut gestochen scharfe Auflösung. Wir können uns auch hier diese einzelnen Widgets, die wir haben, tatsächlich individuell noch anpassen. Wir können eben hier sagen, dass wir die Karte rausziehen oder die Sortierung übrigens anders machen, wie wir das haben wollen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist ein bisschen, dauert natürlich ein bisschen so eine Gewöhnungsgeschichte, die man immer hat, aber an sich gefällt mir das sehr gut. Der Touchscreen reagiert auch sehr, sehr schön. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten der Einstellung, der Abrufen von Daten. Wir können auch über die sogenannte UFO-App, UVU, können wir tatsächlich aufs Fahrzeug zugreifen. Wir können dann den Elektrostatus, also den Batteriestatus checken. Wir können auch die Klimatisierung an der Ladesäule steuern, sodass die Fahrzeug klimatisiert wird innen. Sehr, sehr schön. Die Karten übrigens vom Navigationssystem sind auf TomTom Live Basis. Wir haben also auch Real-Time Traffic Informationen, da hier eine eSIM verbaut ist, die uns dann auch einen Online-Zugang ermöglicht und hier auch für perfekte Konnektivität sorgt. Wir haben dann hier noch ein großes 7 Zoll Info-Display und zwar als Kombi-Instrument. Das bietet auch noch eine Möglichkeit der Einstelloptionen, die wir hier über das Multifunktionslenkrad bedienen können. Mir persönlich ist das Multifunktionslenkrad allerdings auf den ersten Moment ein bisschen zu kompliziert aufgebaut. Viele kleine Knöpfchen, da muss man sich erstmal ein bisschen konzentrieren oder aber einfach mit der Bedienung erst einmal vertraut machen. Wir haben ein klassisches Klimabedienteil, gefällt mir auch sehr gut. Ein-Zonen-Klimaautomatik, na gut, hätte man vielleicht auch zwei Zonen draus machen können, aber ist nicht dramatisch. Wir haben hier ein Induktiv-Ladefeld, wir haben einen USB-Anschluss für den tatsächlich für die Konnektivität, einen zweiten Ladeanschluss hier unten drunter und noch 12 Volt, falls wir da auch nochmal mehr Strom benötigen. Dann hier wird das Ganze gestartet, das Getriebe wird dann hier angesteuert mit Reverse, Neutral und Drive. P ist einfach nur das Knopfen und ansonsten haben wir hier noch dann die Komfortfunktionen, Sitzheizung, Sitzlüftung, Drive Mode, Autohold für die elektronische Parkbremse oder aber Einparkhilfe, die Lenkradheizung. Eine Mittelarmlehne haben wir hier noch, die leider nicht verschiebbar ist, zwei Cupholder. Die Materialien wirklich sehr, sehr hochwertig. Also hier hat man tatsächlich noch so ein bisschen Leder drüber gezogen über die Hutze. Ein Head-Up-Display gibt es noch. Ich persönlich finde das Head-Up-Display zwar sehr, sehr toll, weil es sehr, sehr gut auflösend ist. Allerdings ist es mir von der Position ein bisschen zu tief. Würde ich jetzt nicht unbedingt benötigen. Die Kunststoffe hier wirklich weich, schön aufgeschäumt und wirklich toll ineinander aufgebaut. Wir haben hier so ein schönes rundliches Designelement. Hier an der Seite haben wir dann noch so ein kleines eckiges mit den kleinen Speakern drinnen. Da haben wir hier an der Seite noch so schöne kleine Elemente, die sich hier reinziehen. Also mir gefällt das hier drinnen wirklich richtig, richtig gut. Aber natürlich darf man nicht vergessen, wie fährt sich eigentlich der eSoul. Das schauen wir jetzt an. Elektroautos sind ja nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern sie entschleunigen für meine Begriffe auch den Fahrer deutlich. Und das Fahrverhalten wird entspannter und ruhiger, weil man natürlich viel mehr auf den Öko-Gedanken oder respektive auf die Reichweite schaut, wie man einfach viel effizienter von A nach B kommt. So auch mit dem Kia eSoul. Dafür gibt es allerdings zwei Möglichkeiten, die ihr beim Kauf habt. Es gibt eine kleine Batterie mit 39,2 Kilowattstunden und einem 136 PS leistenden E-Motor oder aber tatsächlich mit einem großen Akku, der auch tatsächlich hierzulande nur als einziges gekauft wird. Kaum ein eSoul wird übrigens mit dem kleinen Akku gekauft. Warum? Reichweitenangst? Fragezeichen. Nochmal zurück, der große Akku leistet 64 Kilowattstunden und bietet somit eine Reichweite laut NEFZ im Realitätsmodus von 455 Kilometern. Das können wir nach unserer Testfahrt hier rund um Rüsselsheim auch grob bestätigen, denn mein Durchschnittsverbrauch lag bei rund 16 Kilowattstunden. Das ist ungefähr die Werksangabe.
Schön auch beim Elektroauto ist dieses One-Pedal-Feeling, mit dem man dieses Fahrzeug steuert. Das heißt, man hat nur das Gaspedal. Mit dem Gaspedal kann man aufgrund der hohen Rekooperation, die einstellbar ist in drei verschiedenen Stufen über die Pedals hier, hat man die Möglichkeit, quasi Beschleunigung und Bremsvorgang mit dem Gaspedal zu steuern, was sehr, sehr lustig und vor allem auch sehr interessant ist. Man braucht dieses normale Bremspedal kaum noch. Wenn man es gezielt einsetzt mit der Rekooperation, dann kommt man tatsächlich meist schon an der Ampel oder so zum Stehen, ohne dass man das normale Bremspedal benutzt. Ist ja auch wiederum gut für die Feinstaubbelastung. Zudem bietet Kia im e-Soul auch mehrere Fahrmodi. Wir haben einen Eco-Plus-Modus. Da wird dann wirklich alles auf komfortabel getrimmt, Klimaautoanlage ausgeschaltet und so weiter und so fort. Dann gibt es einen Eco-Modus, es gibt einen Normalmodus und einen Sportmodus. Beim Sportmodus steht natürlich alles klar im Vordergrund auf Vortrieb. Die 204 PS und 390 Newtonmeter schieben den e-Soul dann richtig voran, 7,9 Sekunden maximal auf 100 oder Topspeed sind übrigens 167 Stundenkilometer, wird elektronisch abgeregelt. Thermomanagement für die Akkus natürlich. Auch wichtig ist natürlich die Konnektivität, die wir hier schon gezeigt haben. Neben der Konnektivität gibt es auch die Assistenz und die schreibt Kia hier im e-Niro richtig groß. Wir haben einen aktiven Abstandsregeltempomaten, wir haben eine aktive Spurführung, wir haben einen Stauassistenten, wir haben einen Notbremsassistenten, einen autonomen, der auch Fußgänger erkennt, nicht nur Autos, und natürlich Totenwinkelassistenten, Querverkehrswarner für die Stadt. Und das ist natürlich also vollumfänglich. Hier sind wir auf dem Stand der Technik komplett mit dabei. Beim Fahrwerk haben übrigens die Ingenieure echt gute Arbeit geleistet. Der e-Soul ist wirklich eher straff abgestimmt, bietet aber einen guten Restkomfort. Einen sehr engen Wendekreis von 10,6 Metern, was ideal für die Stadt ist beim Manövrieren und Wenden. Und natürlich ist die Lenkung leichtgängig, sodass das Ein- und Ausparken in der Stadt wirklich leicht von der Hand geht. Zudem bietet die Lenkung auch im Alltag noch eine gute Rückmeldung. Ist zwar nicht die direkteste, aber ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Ja, Kia hat mit der zweiten Generation des elektrischen Soul tatsächlich ein richtig feines Elektrofahrzeug hier auf die Beine gestellt, was von Platzverhältnissen für Alleinstehende ganz gut ist. Familien, würde ich jetzt sagen, ist das Fahrzeug nicht unbedingt geeignet aufgrund des kleinen Kofferraumvolumens. Das ist schon eher so ein bisschen auf städtisch ausgelegt, bietet aber mit den zwei Reichweite-Optionen, das heißt mit der kleinen Batterie oder aber der großen Batterie, die wir hier getestet haben, durchaus ein hohes Maß an Variabilität, was der Kunde denn auch tatsächlich beim Elektroauto so wünscht. Mir hat er wirklich gut gefallen, lässt sich schön fahren, macht auch echt Spaß und Laune mit dem Elektroantrieb. Der Preis, da geht es bei 33.990 Euro los für die kleine Variante als Edition 7 mit dem kleinen Motor. Und so wie der große hier dasteht, liegen wir bei rund 45.000 Euro. Das ist natürlich erst einmal wirklich viel Geld, bietet aber auch hier einen guten Gegenwert, denn wir haben eine große Batterie mit gut 450 Kilometer Reichweite. Wir haben wirklich alles Mögliche an Ausstattungsoptionen hier drinnen, was das Leben schön und auch komfortabel macht, mit Ledersitzen, elektrisch verstellbar, Rückfahrkamera, Einparkhilfe, sämtliche Assistenzsysteme, die Google gängig sind. Und damit bietet der e-Soul tatsächlich ein wirklich tolles Package im E-Fahrzeugbereich. Jetzt seid aber ihr natürlich da draußen gefragt, was sagt ihr denn zum Kia e-Soul? Ist es ein gutes Elektrofahrzeug? Seid ihr ihn vielleicht gefahren? Wo seht ihr die großen Nachteile? Mein größter Nachteil ist nicht der Preis, sondern tatsächlich die Lieferzeit, denn die liegt bei rund 10 bis 12 Monaten aktuell. Dann vielen Dank zum Reinschauen bei ubitested.de. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen
informiert über den Kia e-Soul. Alles andere lasst uns jetzt bitte diskutieren unten in der Kommentarbox. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und dann hoffe ich, dass wir uns möglichst bald wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.